Hallo und willkommen zurück zum zweiten Teil der zweiten Vorlesung. Also jetzt geht es mit Potenzen und Wurzeln weiter. Und im Prinzip, ja, Potenzregeln sind eigentlich hauptsächlich der Faulheit von Mathematikern zuzuschreiben. Denn was ich eigentlich ja hier mache, ist, ich habe ein Produkt, a mal a. Ja, kann ich so hinschreiben. Mit Produkten können wir umgehen, kein Problem. Jetzt bin ich aber zu faul, das A dreimal hinzuschreiben. Also überlege ich mir ein neues Symbol. Ich sage A hoch 3, also diese hochgestellte 3 hier, die bedeutet, ich multipliziere dreimal. Einfach nur eine Schreibweise. Das ist eine Potenz. Und das Schöne ist jetzt immer, ich mache so eine kleine Regel, so eine kleine Vereinfachung. Ich zähle, wie oft muss ich multiplizieren und schreibe das dann oben hochgestellt hin. Ja, jetzt können wir Eigenschaften untersuchen. Jetzt geht es an die Logik. Was gebietet uns die Logik? Wie verhält sich das Ganze dann? Also wenn ich jetzt ja, a mal a habe, und es nochmal multipliziere mit a mal a, also zwei von diesen Blöcken, dann habe ich ja insgesamt sechs a's, die ich miteinander multipliziere. Also muss hier a hoch 6 rauskommen. Die einzelnen Blöcke sind aber hier ein a hoch 3 und ein a hoch 3. Jetzt ist es, denke ich, relativ klar. Also ich habe einmal 3 A's mal nochmal 3 A's sind 6 A's zusammen, dass ich hier, wenn ich Potenzen multipliziere, dass ich die Exponenten addieren muss. 3 plus 3. Ja, das Symbol sagt ja nur, wie viele habe ich. Und wenn ich links 3 habe und rechts 3, dann sind zusammen 3 plus 3 sind 6. Okay, daraus mache ich eine der Potenzregeln. Also a hoch n mal a hoch k ist a hoch n plus k. So verhalten sich die Potenzen. Jetzt könnte ich fragen, genau, machen wir weiter in der Logik. Was bedeutet dann a hoch n hoch k? Und jetzt kann ich ja einfach erstmal vergessen, dass a hoch n ja schon selber eine Potenz ist. Sagen wir mal zum Beispiel k wäre 2. Dann hätte ich ja das hoch 2 würde ja nur bedeuten, ich habe zweimal das, was hier in den roten Klammern steht, multipliziert. Also es würde ja nur bedeuten, ich hätte a hoch n mal a hoch n. Und das kennen wir ja schon aus der Regel oben, wie ich das behandle. Das wäre dann a hoch n plus n oder a hoch 2n. Ja, wenn k jetzt nicht 2 ist, sondern 3, dann bräuchte ich ja hier ein drittes a hoch n. Dann hätte ich hier nochmal ein n und dann wären es 3n. Und ich denke, jetzt ist auch schon klar, wo der Hase hinläuft. Also a hoch n hoch k, da bekomme ich einfach hier a hoch n mal k als Ergebnis. Also Potenz hoch Potenz, da kann ich die Exponenten einfach multiplizieren. Und jetzt nochmal zur Benennung auch kurz. Also wenn ich hier habe a hoch k, dann ist das hier der Exponent. Ja. Gut. Wie schaut es aus, wenn ich hier a hoch n mal b hoch n habe, dann kann ich die als a mal b in Klammern hoch n zusammenfassen. Ja, macht irgendwie Sinn. Also sagen wir mal, n wäre 3, nur als Beispiel. Also ich hätte hier a mal a mal a
Und ich habe genauso viele Bs, also es ist ja auch b hoch n, gleiche Zahl, mal b mal b mal b, dann darf ich die ja nach dem Kommutativgesetz, darf ich die umsortieren und ich kann die ja immer so sortieren, dass die abwechselnd sind. Also ich kann die ja so hin sortieren und nach dem Assoziativgesetz darf ich jetzt auch noch Klammern setzen, weil ich ja alle miteinander multipliziere. Und siehe da, jetzt habe ich auf einmal drei Klammern mit AB drinnen. Und da gab es noch eine günstige Schreibweise, wenn ich dreimal das Gleiche habe. Ja, genau. Also A mal B in Klammern und das habe ich dreimal oder allgemein n mal. Also ist nur eine Frage des Umsortierens und schon habe ich unsere Potenzregel hier bestätigt. Also jetzt genau haben wir hier schon drei kleine Regeln. Ja, a hoch minus n ist 1 durch a hoch n. Wie können wir das irgendwie begreifen? Wir können ja sowas mal hinschreiben wie a hoch 3 geteilt durch a hoch 3. Da weiß jeder, das ist, ja, das kürzt sich zu 1. 1 ist jetzt auch so, kann ich als a hoch 0 schreiben. Ja. Irgendwas hoch 0 ergibt immer 1. Genau, also bekomme ich a hoch 0. Jetzt ist die Frage, wenn ich dieses Ding hier, dieses 1 durch a hoch 3, wenn ich das irgendwie schreiben kann, also wenn 1 durch a hoch 3 irgendwie als a hoch k schreibbar ist, dann muss ja das Potenzgesetz von oben gelten, dass ich hier mein a hoch 0 bekomme, indem ich hier das a hoch 3 addiere mit diesem a hoch k. Ja, denn ja, wir wissen ja, wenn ich zwei Potenzen miteinander multipliziere, dann addieren sich die Exponenten. Und ja, wie bekomme ich jetzt hier eine 0? Die muss ich ja rausbekommen. Klar, k muss minus 3 sein. Also k ist eine minus 3. Und denn nur 3 minus 3 ergibt 0. Und das ist, steht eigentlich schon da. 1 durch a hoch 3 ist a hoch minus 3. Also die Logik dieses Abzählens gebietet uns, dass negative Anzahlen einfach im Nenner stehen. Was ich nicht kann, ganz wichtig, wenn ich addiere und ich hier unterschiedliche Basen und unterschiedliche Exponenten habe, da lässt sich nichts machen. Ja, a hoch n plus b hoch k, da kann ich nicht weiterrechnen. Zumindest nicht allgemein. Vielleicht lässt sich da im Speziellen ab und zu noch was vereinfachen, aber hier im Allgemeinen kann ich nichts sagen. Gut, üben wir das mal. Ich habe zwei kleine Übungsaufgaben für euch. Was kommt hier raus? 2 hoch 3 mal 5 hoch 3. Genau. 10 hoch 3. Also ich darf alles zusammenpacken hier, die 2 und die 5 und in Klammern hoch 3. Also ist 10 hoch 3 1000. Das war eine Prüfungsaufgabe auch. Also ihr seht schon, solche Aufgaben sind auch gerne immer so der Anfang von einer Mathe 1 Klausur. Da kann man sich so ein, zwei Punkte einfach in ein paar Sekunden schnell holen.
Machen wir weiter. 3 hoch 8 plus 3 hoch 7 geteilt durch 9 hoch 3. Da muss man jetzt ein bisschen umformen, damit ich das Ganze vereinfachen kann. Was kommt hier raus? Ich hoffe, die meisten haben es rausgefunden. Genau, 12 kommt hier raus. Ja, wie kann ich das Ganze vereinfachen? Erstmal, ja, durch die unterschiedlichen Basen sieht es erstmal schlimm aus, aber ich kann ja die 9 kann ich als 3 Quadrat schreiben. Dann ist ja 9 hoch 3 ist ja 3 Quadrat hoch 3 oder 3 hoch 2 mal 3, also 3 hoch 6. Gut, also hier steht 3 hoch 6. Und jetzt kann ich, ja, oben steht 3 hoch 8 und 3 hoch 7, aber 3 hoch 8 ist ja eigentlich nur 8 Dreier geschrieben. Ich schreibe die noch einmal aus. Und da habe ich ja eigentlich nur auch eine 3 hoch 6 drinnen mal 9. Oder eine 3 hoch 7 mal 3. Also kann ich hier die 3 hoch 6 wunderbar rauskürzen. Ja, die ziehe ich hier, weil die klammere ich aus. Und dann bleibt mir oben von 3 hoch 8, da bleibt mir nur ein 3 mal 3 übrig, also eine 9. Und hier von 3 hoch 7 bleibt noch eine 3. Und klar, die 3 hoch 6, die kürzt sich weg zu 1 und dann bleibt mir nur die 12 übrig. Wunderbar. Also, das hat, glaube ich, schon ganz gut geklappt. Jetzt schauen wir gleich mal noch weiter im gleichen Video, wie das mit Wurzeln aussieht. Und die gehören ja auch irgendwie so dazu. Wurzeln kann ich auch als Potenzen schreiben. Erstmal. Ja, Wurzel ist so eine Art Umkehrung von der Potenz, wenn man so will. Also nehmen wir mal an, wir haben positive Zahlen. Dann kann ich, wenn ich die Wurzel einer Zahl quadriere, bekomme ich wieder die Zahl selbst. Also machen wir mal ein Beispiel. Ich habe die 4. Von der ziehe ich die Wurzel, das ist die 2. Wenn ich das Ganze quadriere, dann bekomme ich wieder die 4. Also wieder da, wo ich angefangen habe. Geht natürlich auch andersrum. Die 4 quadriert, das ist eine 16, die Wurzel gezogen ist wieder die 4. Also das sind Umkehrfunktionen. Funktioniert immer mit positiven Zahlen. Ja, jetzt wollen wir die Wurzeln natürlich auch in dieses Konzept der Potenzen mit reinziehen. Also ich habe hier schon geschrieben, Wurzel a ist a hoch 1/2. Also negative Exponenten war ja 1 durch. Jetzt haben wir auch noch nicht ganzzahlige Exponenten, Brüche als Exponenten hoch 1/2. Warum ist Wurzel a hoch 1/2? Naja, es ist ja so, wenn ich Wurzel a mal Wurzel a schreibe, also das ist ja eigentlich Wurzel a Quadrat, zweimal das Ganze, dann kommt ja wieder a raus oder a hoch 1. Wenn ich Wurzel a, wenn das jetzt irgendwie als Potenz geschrieben werden kann, ja, wenn ich das hier als irgendwie ein a hoch k schreiben kann, dann muss a hoch 1 muss ja gleich a hoch k plus k sein. Ja? Denn ich habe ja hier auch a hoch k, die multipliziere ich. Und ja, k plus k gleich 1, dann muss k natürlich 1/2 sein. Ganz klar. 1/2 plus 1/2 ist 1. Also Wurzel a ist
zwingend aus der Logik a hoch 1/2. Also allein durch diese Definition, dass wir sagen, 3 a's, a mal a mal a, wir sparen, machen dann eine einfache Schreibweise, sagen, ich habe hier 1, 2, 3 Stück hochgestellt. Nur aus der Logik folgt jetzt diese Wurzelschreibweise als 1/2. Gut, und jetzt kann ich natürlich noch fragen, was passiert, wenn ich nicht, wenn ich andere Brüche hier schreibe, a hoch 1 durch n. Und da sind wir natürlich dann bei den n-ten Wurzeln. Also a hoch 1/3, das ist natürlich die dritte Wurzel von a. Wie verhalten sich jetzt die Wurzeln? Eigentlich wie die Potenzen. Also wenn ich die gleichen Potenzen habe, also a hoch 1/2 mal b hoch 1/2, dann kann ich die natürlich zusammenfassen in die Klammer. Also Wurzel a mal Wurzel b ist Wurzel a mal b zusammengefasst. Mit mal funktioniert es schön, mit plus funktioniert es gar nicht, da darf ich nichts machen. Addition kann ich nichts mehr verändern. Gut, sehr schön. Schauen wir es uns zusammen an. Ein paar Übungsaufgaben. Wurzel 8 mal Wurzel 2. Was kommt hier raus? Ihr seid dran. Habt ihr es? Genau. 4. Denn ich kann ja zusammenfassen. 8 mal 2 in die Wurzel rein, das ist 16. Wurzel 16 ist 4. Gut, das war leicht. Wurzel 9 plus Wurzel 16. Was kommt hier raus? Und der war jetzt natürlich ein bisschen gemein. Ich habe zwei Folien vorher gesagt, das geht nicht. Natürlich, ich kann das nicht allgemein zusammenfassen, aber was ich natürlich kann, ich kann es einzeln ausrechnen. Wurzel 9 ist 3 und Wurzel 16 ist 4. Und sobald die Wurzeln weg sind, darf ich ja addieren. Also 3 plus 4 ist 7. Aber eben wichtig, kein Wurzelgesetz lässt sich hier anwenden. Also mit anderen Zahlen wäre es nicht gegangen. Gut, probieren wir noch einen. Der ist jetzt wieder eine Prüfungsaufgabe. Alles klar, hat geklappt. Ein Sechzehntel. Denn ich habe ja 4 hoch minus 4. Hier habe ich 4 hoch 1/2. Und jetzt kann ich die alle aufaddieren, weil die alle multipliziert werden. Also ich bekomme hier eine 4 hoch die minus 4 und die addiere ich jetzt alle. Und dann kommt plus 1/2 von hier dazu und dann plus 3/2 von da. Dann habe ich 4/2 sind 2, also steht hier 4 hoch minus 2 oder 1 durch 4 Quadrat oder 1 Sechzehntel. Wunderbar. Sehr schön. Gut. Das war's für die Wurzeln. Im nächsten Video schauen wir uns dann gleich nochmal den Logarithmus an. Also, bis gleich.